Hallo und willkommen zum heutigen Vortrag Smart Materials for Architecture and Design. Es gibt eine ganze Reihe sogenannter smarter Materialien. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen den Begriff auch schon mal gehört. Die Funktionalität dieser Materialien ist sehr vielseitig. Es gibt Materialien, die ihre optischen Eigenschaften ändern können. Es gibt Materialien, die ihre Form verändern können, die Licht ausstrahlen können. Es gibt Materialien, die Energie erzeugen, die Energie austauschen können oder sogar Materie austauschen können. Ich werde Ihnen jetzt eine Reihe dieser Smart Materialien aufzeigen. Und wir fangen an mit sogenannten Shape-Changing Materials, also Materialien, die ihre Form oder ihre Oberfläche verändern können. Interessant hier sind insbesondere sogenannten elektroaktiven Polymere. Elektroaktive Polymere sind im Prinzip dünne Membranen, die beidseitig durch ein konduktives Leitmittel leitfähig gemacht werden. Und wenn dann eben eine relativ hohe Spannung in mehreren Kilovolt angelegt wird, drückt sich dieses Material zusammen und dadurch entsteht eine planare Ausdehnung des Materials. Und diese Ausdehnung kann dann wiederum verwendet werden, um eine dreidimensionale Formveränderung zu erzeugen. Die Materialien sind relativ stark, also sie können sich bis zu 380% ausdehnen. Sie sind sehr flexibel, sie sind leicht, dünn und transluzent. Und sie können an fast jede beliebige Form gebracht werden, zweidimensionale Form. Hier sehen Sie das Prinzip, was ich gerade erklärt habe. Also das Material wird zusammengedrückt, dehnt sich dadurch aus, wenn die Spannung angelegt wird. Und wenn das eben in eine Art Rahmen eingefügt ist, bekommen wir hier eine dreidimensionale Verformung. Die Geschichte der elektroaktiven Polymere ist, wie bei vielen dieser smarten Materialien, erstaunlicherweise relativ alt. Also wir denken immer, das sind wahnsinnig neue Technologien, wahnsinnig neue Entwicklungen, aber die erste Entdeckung liegt meistens mehrere hundert Jahre zurück. Wilhelm Röntgen, der praktisch an einem Gummiband Strom angelegt hat und dadurch dann diese Formveränderung festgestellt hat. Das ging dann weiter im 19. Jahrhundert oder dann auch im 20. Jahrhundert. Wichtig war hier auch nochmal die Entdeckung von Hideaki Shirakawa, der eigentlich die ersten elektrisch konduktiven Polymere entdeckt hat. In den 1990ern entstanden dann ionische Polymerkomposite und seit Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es eine jährliche Konferenz, bei der vorgestellt wird, was der gegenwärtige Stand der Entwicklung ist. Lustigerweise gibt es da immer so eine Art Arm-Wrestling-Match, wo praktisch ein menschlicher Competitor mit einem durch elektroaktive Polymere angetriebenen Roboterarm kämpfen oder sich misst im Prinzip. Die Herstellung ist wie bei vielen dieser Materialien, das werde ich auch im Verlauf des Vortrags noch zeigen, relativ simpel. Wie schon erwähnt, haben wir eigentlich nur eine dünne, flexible Membran. Die kann man zum Beispiel von 3M schicken lassen. Das ist eine VHB-Folie. Die wird gestreckt in alle Richtungen. Das sehen Sie hier, man kann sich hier so einen kleinen Stretch-Mechanismus bauen. Dann wird diese Membran beidseitig mit einem konduktiven Pulver eingerieben. In dem Fall haben wir Carbon verwendet, man kann aber auch andere Materialien nehmen oder Öle, die leitfähig sind. Daraufhin wird das Material aus diesem vorgestretchten Rahmen entfernt, zieht sich dann wieder zu einem gewissen Grad zusammen, wie man hier sieht. Und wenn man dann aber eben die Spannung anlegt, dann kommt es zu einer dreidimensionalen Verformung. Und wir haben das 2010 zum ersten Mal in einem Projekt untersucht. Das Projekt hieß Shapeshift. Und hier ist ein kurzes Video dazu.
Bezug auf kommerzielle Anwendungen, es ist ein Material, das noch relativ weit von wirklichen kommerziellen Anwendungen entfernt ist. Es gibt jedoch eine Reihe an Konzepten. Viel passiert im Bereich der Robotik. Exoskeletons, um praktisch menschliche Fähigkeiten, Kräfte zu erhöhen oder zu schonen. Es gibt aber auch Konzepte, um diese Materialien als Lautsprecher zum Beispiel zu verwenden oder als haptische Displays auf Mobiltelefonen zum Beispiel oder sonstigen digitalen Geräten. Das ist ein Projekt, das sich mit dem Thema Sound befasst. Soft Robotics ist ein anderes Forschungsgebiet, das gerade sehr viel Aufmerksamkeit erfährt. Soft Robotics ist ein Feld, das sich an sogenannten Weichtieren orientiert, also Tieren oder Lebewesen, die man in erster Linie im Meer findet. Interessant ist hier eben zum einen die Art, wie sich diese Tiere verhalten, wie sie sich bewegen und natürlich auch im Gegensatz zu Hard Robotics, also zu harten mechanischen Robotern, dass sie sehr viel weicher und flexibler agieren und auch Dinge transportieren oder anfassen oder verändern können. Auch hier haben wir einen relativ einfachen Aufbau. Also viele dieser Soft-Robots werden aus Silikon hergestellt und wir haben hier im Prinzip zwei unterschiedliche Arten von Silikon. Eine Art von Silikon, die sehr viel weicher ist, die sich leichter ausdehnen lässt und eine Art von Silikon, die härter ist. Die werden zusammengebracht. In der Mitte oder zwischen diesen beiden Schichten gibt es eine Art Kapillarsystem, die auch oft biologisch inspiriert ist. Das System wird aufgeblasen und das weichere Layer, die weichere Ebene oder Schicht dehnt sich dann aus. Die härtere Schicht verhindert das Ausdehnen auf der einen Seite und dadurch bekommen wir auch wieder eine dreidimensionale Bewegung, eine Krümmung in diesen Elementen. Auch hier, wie gesagt, die Herstellung relativ simpel. Interessant ist hier, dass man eine relativ hohe Präzision erreichen kann, dadurch, dass man das eben mit digitalen Technologie verbindet, in dem Fall dem 3D-Druck. Das heißt, man kann diese Molds, diese Formen, um den Silikonabguss zu machen, kann man 3D drucken und dadurch hat man eine sehr hohe Kontrolle über das Kapillarsystem, das man dort eben eindrucken möchte und in dem Bezug eben auch auf die spätere Verformung. Forschung oder das Interesse der Forschung liegt in mehreren Bereichen. Zum einen in der Locomotion, also in der Fortbewegung, dass diese weichen Roboter sehr viel agiler sind, sehr viel flexibler auch in schwierigem Terrain oder über Hindernisse sich fortbewegen können. Hier zum Beispiel Forschung aus Amerika, wo dieser Roboter praktisch unter einem Hindernis durchkriechen kann, in dem die Beine und auch das Körpergerüst im Prinzip abwechselnd aufgeblasen wird. Researchers at Harvard, led by chemist George Whitesides, have developed an all-polymer soft robot that travels backward and forward by undulating or by crawling. The white tetrapod robot moves because of small chambers sandwiched inside its plastic structure. The researchers inflate or actuate the chambers in the robot's limbs and spine to inch it forward. Listen as Harvard postdoc Rob Shepard talks about what the robot can do. So we were inspired by soft-bodied organisms such as a starfish, a squid, or a worm for making our mobile soft robot. And we felt that using new materials, we could avoid the need for hard components. And the material we chose is an ultra-soft silicone elastomer, which can strain to hundreds of percent length. In its undulating mode, the robot moves when two of its limbs are pressurized, followed by its spine, and then its two other limbs, and this cycle repeats. This movement is like the gated motion of a caterpillar.
Shepard continues. Because of how we designed our soft robot architecture, we could also inflate the middle channel, the middle actuator, which made it stand up. And then we had four actuators, which look like legs, to we could use these in sequence to give it a crawling gait, so it could actually lift its body up off the ground and start moving again forward or backwards, depending on which sequence we used. And turns out these are good for moving on different surfaces. Undulation actually is pretty good for soft surfaces and slippery surfaces because there's a large contact area. And crawling is good for sticky surfaces because you have less contact area. And then we combined both capabilities, crawling and undulating, for to navigate an obstacle, which was a glass plate elevated off the surface of some felt we chose. And so the sequence went, we lifted the robot from a deflated state, we inflated the spine, lifted it from the ground, and then actuated its legs in a crawling sequence to bring it to the obstacle. And the obstacle is this glass plate lifted 2 centimeters off the ground. We then deflated the spine of the robot, so now it's actually shorter than the gap, and then we undulated the robot to squeeze it underneath this gap. And on the other side, we then reinflated the spine and crawled again. Then this was just one method of demonstrating the adaptability of this mobile robot prototype. Ein anderer Bereich ist, wie auch vorhin schon erwähnt, ist das sogenannte Gripping, also das Anfassen, das Transportieren von fragilen Objekten. In dem Fall sehen wir hier Gemüse. Es kann sich aber auch um andere Objekte handeln, die eine hohe Aufmerksamkeit benötigen. Und dadurch, dass dieser Roboter eben weich ist, soft, kann er sich an unterschiedliche Oberflächen, an unterschiedliche Formen und Größen sehr dynamisch anpassen. Und solche Geräte sollen dann eben Arbeitern helfen, sich mit solchen Objekten einfacher befassen zu können. Aber es geht auch um Automatisierungsprozesse, also um robotische industrielle Prozesse, wo eben Objekte verpackt werden oder transportiert werden durch diese Art von Greifern. Da ein Teil oder ein großer Teil der Forschung durch die Armee, zumindest in den Staaten, finanziert ist, geht es hier auch darum, wie man diese Roboter eben auch einsetzen kann in Gebieten, die schwierig sind. Und zusätzlich zu dem Aufblasen der Elemente wurde hier jetzt auch zum Beispiel experimentiert, dass man Flüssigkeiten in die Roboter einbringen kann und den Mechanismus eben sich verstecken kann auf unterschiedlichen Oberflächen. Großes Problem ist immer noch die Geschwindigkeit, also das sind relativ langsame Bewegungen, die auch relativ komplex sind in der Ansteuerung, da man die unterschiedlichen Bereiche nacheinander oder eben auch gleichzeitig ansteuern muss, je nachdem, was man für eine Bewegung haben möchte. Und jetzt gibt es hier auch Forschung, die sich eben mit der Immediacy befasst, also dass es im Moment passiert, die Bewegung. Und hier haben Forscher eben einen Roboter entwickelt, der zum einen 3D gedruckt ist und zum anderen eben Kapseln beinhaltet, die explodieren und durch diese Ausdehnung dann eben sehr schnell diese Bewegung hervorrufen können.
Herstellung, auch hier gibt es eine relativ einfache Anleitung. Wie vorhin schon erwähnt, braucht man zwei unterschiedliche Arten von Silikon. Man braucht diese Molds zum Abgießen des Silikons. Da findet man Templates zum Beispiel im Internet, die man sich einfach runterladen kann. Man kann aber dieses Kapillarsystem eben auch selbst designen. Das Silikon wird dann abgegossen in den Mold. Das ist dann, um die Reinheit des Silikons zu erhöhen, ist es dann relativ wichtig, das in eine Vakuumkammer zu stellen, um eben die unnötige Luft aus dem Silikon herauszubringen. Die zwei verschiedenen Schichten werden dann miteinander verklebt und dann wird das Ganze einfach aufgeblasen. Wie schon erwähnt, die Anwendungen sind in erster Linie jetzt hierbei auch wiederum um Roboter, um Software-Roboter, um Exoskeletons, um Greifer, um Gripper. Ein weiteres Material, das sich Form verändern kann, sind sogenannte Thermobimetalle. Auch die sind schon relativ lange auf dem Markt, wurden auch schon viel eingesetzt. Auch hier haben wir wieder zwei Schichten, die miteinander laminiert sind. Metalle dehnen sich unterschiedlich stark aus bei Hitzeeinwirkungen. Das sind hier eben zwei Metalle miteinander verbunden, die sich, das eine dehnt sich sehr stark aus und das andere eben weniger stark. Und dadurch können wir wieder diese Art von Krümmung erzeugen durch die Zuwendung von Temperatur. My big question for architecture is, why do humans have to adapt to buildings? And why can't architecture adapt to humans? So I wanted to know why architecture itself couldn't be animated, why architecture couldn't move, and why it had to be static. Thermal bimetal is a sheet metal, and it's actually a combination of two different alloys of metal together that are laminated. One side will expand more than the other when heated. This material is most commonly used in thermostats, as the coil in a thermostat, but has never ever been used in architectural application before. My most recent application of the material is in an installation called Bloom. The whole purpose of the installation was to make it as a demonstrative surface that actually can show two major things. One is to show how the surface could be a sunshading device, and the second was for a ventilating purpose, so that in the event that you want hot air to escape from below, the surface would open up and the hot air would actually rise up and move through the surface itself. So it took us about 14,000 pieces. These are the type of materials that we need to be producing, developing, and using in architecture. My interest right now is to focus on how to actually bring some of the thermal bimetal to building components. One of the things I'm working on is a glass panel system, and so it's actually two pieces of glass that encase within it a system of thermal bimetal. And that thermal bimetal, when cool, will allow you to see visibly through the system. But when the sun hits it and heats up that gap in between, the thermal bimetal will curl, and by curling will actually start to shade the area behind it. What it does in effect is it is able to automatically act like a shutter system, so you don't have to open and close manually. So it'll prevent a lot of heat gain from getting into the building and therefore reduce the amount of mechanical system or artificial cooling that would be needed for the building. Given digital technology, given the interest in material development, given the interest in how we really have to rethink how we live, because if we continue this way, it's going to be a problem. So being a researcher at USC right now is a really exciting time, because this is a time we're really going to change our future. Ganz ähnliches Verhalten haben wir natürlich auch in der Natur. Also viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon, alle wahrscheinlich Tannenzapfen gesehen, die, wenn es feucht ist, sich zusammenziehen, die sehr hart werden, und die, wenn es trocken ist, sich öffnen und dadurch dann ihre Samen freigeben. Auch das ist was, das man eben nutzen kann, um eine Formveränderung zum Beispiel in der Architektur oder im Design hervorzurufen.
Ferrofluide sind Materialien, die sich magnetisch aktivieren lassen. Es ist im Prinzip einfach nur ein Öl, das durch Nanometallpartikel magnetisiert wird. The fourth experiment in the Cymatics music video is ferrofluid. So the cool thing about ferrofluid is it's magnetic. There's nanoparticles of iron suspended in an oil, and you put a magnet underneath it, it wants to attach itself to the magnet and it forms all these bizarre shapes along the magnetic lines. Ferrofluid is evil. It is so messy, it is so sticky. If you spill it, you'll get it everywhere and you'll be spending the rest of the day cleaning up. So when we were doing ferrofluid experiments, we were always very careful not to spill it because we knew that would basically be the end of the day. The cool thing about ferrofluid is it's a really alien-like subject when you put it under high contrast lighting. It just looks very defined, very sharp, and unlike anything you've ever seen before. What we were trying to figure out with the ferrofluid was how Nigel could play a note on his keyboard and have it reflected in the ferrofluid, essentially getting music to make the ferrofluid form shapes. We messed around with turning power on and off on electromagnets and ended up with a container which had three electromagnets in the bottom, and each one is attached to a note of the keyboard and it forms nice ripples. And we ended up shooting it at double speed so the ripples behave in a kind of slow manner. And we also shot it on a Phantom camera which can shoot 1,000 frames a second. This was really cool footage and we used a couple of shots of that in the final music video. Zum Einsatz kommen Ferrofluide zum Beispiel in sogenannten Active Damping Systemen, wo praktisch Bewegungen durch Aktivieren des Ferrofluids kontrolliert weicher und härter gemacht werden können. Ein weiteres formveränderndes Material sind sogenannte Shape Memory Alloys. Auch diese Materialien sind schon sehr stark zum Einsatz gekommen, haben vielleicht viele von Ihnen auch schon mal gehört. Shape Memory Alloys funktionieren auch durch eine Temperaturveränderung. Das Material dehnt sich aus, wenn eben Temperatur zugefügt wird, kann sich aber den vorherigen Zustand merken und in den vorherigen Zustand wieder zurückgeführt werden. Hi gang, this is nitinol wire, a form of shape memory alloy. The neat thing is that I can stretch it out like this, and when I heat it up, it returns back to its original program shape. I'll show you how I program it and do a force test. First, a simple one to show you how I program the shape. I first make a jig by drawing the desired shape on a block of wood, an R for rimstar.org. I push nails in all the corners of the drawing. Then I bend the nitinol wire around the nails to hold the wire in place until an R-shaped wire is firmly held in place by the nails. I heat it above 500 Celsius or 930 Fahrenheit by putting it in a candle flame until the wires glowed red hot. Then I cool it in cool water. I then remove it from the jig. The R shape is now programmed in. I straighten out the wire, and to make it go back to its programmed shape, I have to raise it above its transition temperature. To do that, I run it quickly through this flame. And there's the letter R back again. But be careful doing it this way. If you leave it in too long, like I'm doing here, then it reprograms it for whatever shape it happens to be in at the time. This time, instead of using a flame to test it, I'll use electrical current to produce the heat. Here I'm making a spring by winding the nitinol wire around the clothes hanger wire, with some added copper pieces to hold the ends in place. My test setup is my homemade DC power supply, along with a potentiometer or variable resistor, and a meter to measure the current. The potentiometer is there to provide whatever resistance is needed to keep the current low. I put the spring in the circuit and stretch it out. I turn on the power supply and the wire heats up. You can see it's strong enough to pull the alligator clips along the table. It seems that running at just under 1 amp of current is enough to heat it to above the transition temperature. Of course, I want to measure the pulling force during transition. So I hang a spring balance from a pole and hang the nitinol wire stretched out from there. I make electrical contact with the top of the nitinol wire using a very lightweight, flexible wire instead of an alligator clip. The other end is taped to the table. When I apply the electrical current, the nitinol tries to go to its programmed spring shape, pulling down on the spring balance.
The balance acts as if there's a 27-gram mass hanging from it. But mass isn't force. Luckily, I'm at the Earth's surface, and I cleverly arranged for the wire to be pulling downward. That allows me to multiply that 27 grams by 0.0098 newtons per gram to get 0.26 newtons of pulling force. To help put that into perspective, that's the same force applied by hanging this 27 grams of salt. Ähnlich verhalten sich sogenannte Shape Memory Polymere. Im Gegensatz zu Alloys ist das eben ein Plastikmaterial, ein Polymer, die auch programmiert werden können in unterschiedliche Formen und sich diese Formen merken und nach Zufuhr von Hitze eben wieder in diese ursprüngliche Form zurückgehen können. Jetzt kommen wir zu Materialien, die leuchten können, die Licht ausstrahlen können, sogenannte Light-Emitting Materials. Eines der gängigsten und auch der ältesten Materialien in dem Bezug ist, oder Phänomene, ist im Prinzip die sogenannte Elektrolumineszenz. Das ist auch das gleiche Phänomen, das wir in LEDs haben. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Arten der Lichterzeugung. Die Incandescence, in der eben Licht erzeugt wird, dadurch, dass man einen Draht zum Glühen bringt. Und die Elektrolumineszenz, und das ist praktisch die Erzeugung von kaltem Licht, ohne die Erzeugung von Hitze. Und das ist natürlich auch bei der Incandescence ein großes Problem, weil viel der Energie, die reingesteckt wird, einfach durch Hitze wieder verloren geht. Auch hier haben wir eine relativ lange Geschichte. Das Phänomen wurde bereits 1907 entdeckt, wurde dann 23 weiterentwickelt in den späten 1920er Jahren und eigentlich dann auch sehr stark nochmal im Zweiten Weltkrieg daran geforscht. 1950 kamen die ersten Applikationen auf den Markt zum Vorschein. Wir hatten dann praktisch kleine Leuchtelemente, die praktisch in Steckdosen zu Hause eingesetzt werden konnten. Es gab erste Hintergrundbeleuchtungen für Uhren. Und dann eigentlich mit Entwicklung der tragbaren Computer ist das Interesse dann nochmal sehr stark gestiegen, weil praktisch die Displays damals noch nicht selbstleuchtend waren, wie wir es jetzt heutzutage haben bei den LCDs, sondern sie wurden von hinten beleuchtet und dadurch, dass was eben dargestellt wurde, grafisch sichtbar gemacht. Eingesetzt wurden sie unter anderem auch sehr stark in Werbetafeln, in Leitsystemen und heutzutage wird stark daran geforscht an transparenten elektrolumineszenten Displays, die dann in Head-Up-Displays in Automobilen oder Helikoptern oder Flugzeugen zum Einsatz kommen. Die Struktur der Materialien besteht aus mehreren Schichten. Wir haben einmal die Phosphorschicht, die eben die wichtigste Schicht ist, die auch die
dass das Licht ausstrahlt. Hier kann man mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Phosphorarten arbeiten und so jede Art von Farbe erzeugen. Wir haben eine Elektrode auf der Unterseite, die normalerweise nicht transparent ist, die aber auch transparent gemacht werden kann. Und wir haben eine transparente Frontelektrode. Und dazwischen einfach noch zwei Solierschichten, die praktisch den Kurzschluss vermeiden. Wenn jetzt hier eine Spannung angelegt wird, werden das Phosphor wird dann eben agitiert und dadurch entstehen Photonen, die eben als sichtbares Licht dann für unser Auge wieder sichtbar sind. So, die Herstellung ist hier ein klein wenig komplizierter, ein klein wenig aufwendiger, aber auch das lässt sich eigentlich im Prinzip zu Hause selbst machen. Das ist ein Siebdruckprozess, also man stellt erst ein Sieb her mit einem bestimmten Muster. Das kann man eben dadurch machen, dass man den Sieb belichtet oder dass man ein Muster aufklebt. Es wird dann durch diesen Sieb auf die Frontelektrode, auf die Transparente, wird das Phosphor gedruckt. Es kommt dann die dielektrische Schicht, die praktisch den Kurzschluss verhindert. Und dann die Rückelektrode, die normalerweise aus Silber hergestellt ist. All das wird zusammengedruckt, wird dann jeweils getrocknet. Und danach hat man ein fertiges Element, das man zum Leuchten bringen kann. Wir haben das in mehreren Projekten untersucht. Eines der frühesten war das Material Animation, auch in Zürich an der ETH realisiert. Dort haben wir mit einer Firma zusammengearbeitet, die diese Art von Folien eben herstellt und haben dort unterschiedliche Rauminstallationen realisiert, Lichtinstallationen, die sich mit diesem Thema Licht dynamisch befasst haben. Wir hatten eine Installation, wo wir LED-Strips an Motoren gehängt haben und die dann diese ephemeralen Formen erzeugt haben, die sich im Raum bewegen. Wir hatten eine Installation, die eine Art Lampignons sind, die sich zusammenziehen und ausdehnen. Und wir hatten eine Installation, die sich mit dem Moiré-Effekt befasst hat und dadurch durch überlagernde Schichten Bewegungen dargestellt hat. Luminous Textiles war ein Workshop, den ich an der Swedish School of Textiles in Borås realisiert habe. Und auch hier haben wir uns eben mit diesem Prozess der Selbstherstellung der Displays erfasst und insbesondere mit den unterschiedlichen Farben. Wir haben praktisch experimentiert, wie man verschiedene Phosphorfarben übereinander drucken kann, was dadurch für verschiedene Licht- und Farbkombinationen erzeugbar sind. Und das war natürlich auch ganz interessant, weil wir diese Imperfektion des Druckprozesses eigentlich schonen wollten. Und das sind Elemente, die dort eben entstanden sind. In Bezug auf Anwendungen, wie schon erwähnt, geht es viel um Displays, um Hintergrundbeleuchtungen, um Leitsysteme, viel Gimmickartikel auch, also was man sehr leicht kommerziell zu erwerben kann, sind sogenannte elektrolumineszierende Strips, Wires.
In 2015, we set out to connect a car and driver like never before. By developing a unique Lexus RCF with biometric paintwork, we could display the driver's heartbeat on the car. We created a track inspired by Japanese motorsport's infamous Daiichi, Turn 1, a shotgun straight that meets an impossible hairpin bend. Three professional drivers' hearts were connected to the car, then they raced at night. This project measured the output of both the car and the driver. Showed the world just how thrilling it is to drive a Lexus RCF. Beat by beat by beat. Introducing the world's first car with a heartbeat. This is heart racing. This is the new Lexus. Fluoreszenz ist ein weiteres Phänomen, um Licht zu erzeugen, auch ganz bekannt. Durch das Anlegen von UV-Licht werden fluoreszierende Materialien zum Leuchten gebracht. Es gibt Phosphoreszenz, das sind selbstleuchtende Materialien. Sehen ganz viele Gimmicks, diese Leuchtsterne, die man auch bei IKEA zum Beispiel kaufen kann, oder irgendwelche Leitsysteme, die im Dunkeln leuchten, bei Stromausfall, auf Partys, auf Events. Und das ist natürlich auch ein natürliches Material, das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Mineralien, an Steinen, die selbstleuchtend sind oder die durch Anleuchten mit UV-Licht eben zum Leuchten gebracht werden können. Biolumineszenz ist ein Phänomen, das in der Natur auftritt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Biolumineszenz, ganz viel davon ist auch noch überhaupt nicht entdeckt. Es wird davon ausgegangen, dass über 90% aller Tiefseekreaturen die Fähigkeit haben, Licht zu erzeugen. Und interessanterweise leuchten sogar wir Menschen. Und das wurde bei einer Forschungsgruppe aus Japan eben festgestellt. Also es ist natürlich so gering, dass das für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Sie haben aber eine Kamera verwendet, die das sichtbar gemacht hat. Und interessanterweise leuchten wir nachmittags um 4 am stärksten. Warum auch immer. Die Biolumineszenz wurde natürlich schon ganz, ganz früh entdeckt, dadurch, dass es eben ein natürliches Phänomen ist. Sehr viele Tiere, sehr viele Pflanzenarten. Als dann im 19. Jahrhundert das Tiefseefischen eingesetzt hat, wurden nochmal ganz viele dieser Tiefseekreaturen eben entdeckt, die leuchten können. Die Material oder das Verhalten, das Vorgehen ist, je nach Organismus ist das unterschiedlich. Es gibt eine prinzipielle Formel, die sagt, dass das Luciferin, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt, zu Oxyluciferin und CO2 eben umgewandelt wird und dabei dann eben auch noch Licht ausgestoßen wird. Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe an Organismen. Es gibt sehr viele Insekten, die wir auch kennen. Das bekannteste sind wahrscheinlich die Glühwürmchen, die eben leuchten können. Hier geht es in erster Linie aus Gründen des Paarungsverhaltens, die praktisch dann ihre Partner durch Aussenden von Lichtsignalen anlocken. Es gibt Pilze, die leuchten können. Hier ist man sich nicht ganz sicher, warum das so ist, aber auch hier wird davon ausgegangen, dass es eben ein Lockverhalten ist, dass dadurch eben Insekten angelockt werden, die dann von diesen Pilzen teilweise verzehrt werden oder aber die Sporen der Pilze dann vertreiben, um so praktisch die Vermehrung des Organismus zu gewährleisten. Es gibt lumineszierende Bakterien und bei vielen der Tiefseekreaturen ist das meistens eine Symbiose zwischen dem Fisch oder der Kreatur und dem Bakterium.
Das ist was, das man auch zu Hause ausprobieren kann. Es gibt diese Bakterien eben auch zu kaufen, die kann man sich zu Hause ranzüchten und dann seine eigenen Leuchtbakterien in unterschiedliche Objekte anbringen. Die tiefste Biolumineszenz, dort gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum diese Tiere die Fähigkeit haben, Licht zu erzeugen. Zum einen natürlich ist es da unten stockfinster, es dringt kein natürliches Licht mehr ein und sie müssen sich irgendwie orientieren, sie müssen aber auch zum Teil Nahrung anlocken, wie bei diesem Anglerfisch, der eben diese kleine Laterne direkt vor seinem Maul hängen hat. Kleinere Fische werden dadurch angelockt und von ihm verzehrt. Es gibt auch Fische, die auf der Unterseite in der Form eines kleineren Fisches leuchten können und dadurch dann wiederum andere Tiere anlocken, die denken, das wäre Beute. Sie sind dann aber eigentlich viel größer als die Beute, die sie eigentlich anlocken und fressen dann die Beute, die eigentlich sie fressen will. Es gibt auch das Phänomen der sogenannten Red Tides. Das sind Dinoflagellate, also eine Art Algenart, die leuchten, wenn sie mechanisch stimuliert werden. Hier weiß man auch nicht genau, warum das passiert. Also es sind da wirklich noch sehr viele Fragen offen. Man geht davon aus, dass es so eine Art Burglar-Alarm ist, also diese Algen anfangen zu leuchten, wenn sie attackiert werden, wenn sie gefressen werden von Fischen und dadurch dann wiederum größere Raubtiere anziehen, die dann wieder die Fische fressen, die sie fressen wollen. Also sehr komplexe Phänomene, die dort in der Natur zu entdecken sind. Es wird auch versucht, diese Art der Biolumineszenz synthetisch nachzuempfinden, synthetisch herzustellen. Das ist ein sehr großes Thema, ist auch sehr divers diskutiert, aber man könnte dadurch natürlich sehr viel der Lichtverschmutzung, die wir haben, sehr viel der öffentlichen Beleuchtung reduzieren, wenn wir Pflanzen hätten, die den öffentlichen Raum autark beleuchten können. Und hier gibt es ein Forschungsprojekt, oder es gab einen Kickstarter, das leider nicht erfolgreich war, das Glowing Plant Projekt. Und hier ist ein kurzes Video dazu. What if we use trees to light our streets instead of electric street lamps? Imagination and innovation are the forces that have advanced our civilization throughout history. Our generation's frontier is synthetic biology, our guide, nature itself. And as usual, the potential is limited only by our greatest imagination. So why do we need this when we can use this? Inspired by fireflies and aquatic bioluminescence, our team of Stanford-trained PhDs, Carl Taylor and Omli Drury, are using off-the-shelf methods to create real glowing plants in a do-it-yourself biolab in California. So first, basically, we find cool genes from the environment, in this case, the glowing genes from bacteria or fireflies. Then we used software like Genome Compiler to rejigger the genes so that the plant itself can read what those genes are. We then go online, have the genes made, and then shipped to us by FedEx or something like that. Then we take those genes, put them into agrobacteria. We can then use the agrobacteria to transform the plant. We can then grow up those plants and get glowing plants. I'm meant to be there, not here. So. We've designed the DNA sequences, and now we need your help to synthesize the DNA and transform it into a real glowing plant. Back the project today and be one of the first to get a glowing plant. What you'll be getting is more than just a glowing plant. The glowing plant is a symbol of the future. A symbol of sustainability, a symbol to inspire others to create new living things. Help us light the way. Share this video with a friend. Together we can achieve amazing things. Show that you care by backing the Glowing Plant Project today and demonstrating your commitment to a more sustainable future. Wie gesagt, das Projekt war leider nicht erfolgreich. Sie haben es einfach nicht geschafft, das technisch zu realisieren und diese Pflanzen wirklich aus dem Lab herauszubekommen, aus dieser sehr sicheren Umgebung in die wirkliche Umwelt zu transportieren. Und es gab natürlich auch eine sehr starke Diskussion, ob man diese Art von genetisch modifizierten Pflanzen wirklich in die Umwelt lassen darf, weil man einfach auch gar nicht absehen kann, was das für einen größeren Impact haben wird.
Forget glow sticks. How would you like your ice cream to glow in the dark? A British inventor created the glowing treat by mixing ice cream with synthesized jellyfish luminescence protein. Apparently, he used a specific form of the protein that reacts with calcium at a neutral pH, which causes the protein to glow when it comes into contact with calcium, i.e., when it's licked. But the luminous dessert will set you back quite a bit. A single scoop costs $225. There's a reason for the hefty price tag, though. The inventor says jellyfish luminescence is 4 times pricier than gold. For the Weather Channel, I'm Christina Hartmann. Auch das lässt sich selbst herstellen. Biolumineszierende Algen kann man selbst züchten. Das ist relativ einfach. Das ist ein langwieriger Prozess, da wir natürlich hier mit lebenden Organismen arbeiten und wir diesen Organismen die perfekte Umgebung bieten müssen, damit sie sich wirklich auch vermehren. Man kann das aber, wie gesagt, relativ einfach schaffen, indem man eben die Lebensumgebung simuliert und die perfekten Licht- und Temperaturbedürfnisse praktisch nachempfindet und diese Algen dann züchtet. Und wenn man sie dann schüttelt, wenn sie mechanisch stimuliert werden, fangen sie dann eben an zu leuchten. In Bezug auf Anwendungen wurde schon erwähnt, es gibt noch relativ wenig, weil das wirklich ein komplexes, schwieriges Thema ist, weil wir eben ein natürliches Material im Prinzip haben, das auch gepflegt werden will. Also die müssen gefüttert werden, die Trägerflüssigkeit muss regelmäßig ausgetauscht werden. Aber je nach Organismus ist das dann eben einfacher oder schwieriger. Es gibt eine ganze Reihe an Konzepten, die in die Richtung Avatar eben gehen, in den Film. Es gibt aber auch dieses sogenannte kleine Leuchtlabor. Wenn man das im Internet recherchiert, kann man sich praktisch diese biolumineszierenden Bakterien nach Hause bestellen, kann die züchten auf Trägerplatten und kann die dann auch wiederum transferieren auf andere Objekte. Farbverändernde Materialien, Color Changing Materials, eine ganze Reihe an Materialien, die es in dem Bereich gibt. Elektrochromische Materialien verändern ihre Farbe oder ihre Transparenz, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird. Das kennt man zum Beispiel bei sogenannten Smart Glass. Privacy Control. No curtains or blinds. Space optimization. Unforgettable experience. Elegance. Das sind im Prinzip Liquid Crystals, also Flüssigkristalle, die, wenn keine Spannung angelegt ist, in ihrer Matrix sehr chaotisch angeordnet sind und dadurch eben kein Licht durchlassen, transparent, milchig wirken, und wenn man eine Spannung anlegt, dann orientieren sie sich alle in die gleiche Richtung und dadurch entstehen Lücken, und durch diese Lücken kann dann wiederum das Licht dringen und sie werden transparent. Photochromische Materialien kennt man wahrscheinlich auch, die werden zum Beispiel ganz oft in Brillengläsern eingesetzt, die durch UV-Licht dann sich automatisch abdunkeln. Es gibt piezochromische Materialien oder mechanochromische Materialien, die, auch hier haben wir ein Liquid Crystal, die im Prinzip auf Druck reagieren und sich dann auch wieder diese Matrix eben verändert und dadurch dann Licht entweder unterschiedlich reflektiert wird und dadurch unterschiedliche Lichtwellen eben reflektiert werden, die dann eine andere Farbigkeit erzeugen oder eben ihre Transparenz verändern. Und es gibt halochromische Materialien, die auf den pH-Wert in Flüssigkeiten reagieren und so als Indikatoren zum Beispiel oft eingesetzt werden, zum Beispiel als Schwangerschaftstest. Thermochromische Materialien, das sind im Prinzip die gängigsten oder am meisten bisher zum Einsatz gekommenen farbverändernden Materialien. Hier haben wir eben eine Farbveränderung in Bezug auf eine Temperaturveränderung, und das ist ein Material, das wirklich seit vielen Jahren auch in kommerziellen Produkten oftmals wieder irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Fun-Artikel verwendet wird. Es gibt grundsätzlich 2 unterschiedliche Arten der Thermochromie. Es gibt die Leuko-Dye-Systeme, die man eben zum Beispiel hier in diesen Kaffeetassen sieht. Wenn hier heißer Kaffee eingegossen wird, können unterschiedliche Botschaften dargestellt werden.
Und es gibt Liquid Crystal Dyes, die durch das gesamte Farbspektrum eben durchgehen können und wir hier diesen Verlauf von unterschiedlichen Farben erzeugen können. Auch hier die Geschichte, wie bei den meisten smarten Materialien, relativ alt. Der erste farbverändernde Effekt wurde bereits 1871 entdeckt. Es wurde dann sehr viel weiter geforscht und dann eigentlich in den späten 60er Jahren kamen dann die ersten kommerziellen Produkte auf den Markt. Vielleicht erinnern sich manche noch an diese Stimmungsringe, die praktisch die Mut, die Emotionen nach außen tragen sollten, was natürlich auch auf eine gewisse Weise Quatsch ist, also, da sie nur auf Temperaturveränderung reagiert haben. Aber wenn sich die Körpertemperatur, die Außenkörpertemperatur verändert hat, haben diese Stimmungsringe praktisch ihre Farbe geändert. Es gibt T-Shirts, die ihre Farbe ändern können, wenn man physisch aktiv ist, dadurch dann Botschaften oder Muster erzeugt werden können. Es gibt mittlerweile auch thermochromisches Papier, das als Display verwendet werden kann. Und seit 2013 gibt es eigentlich die ersten nicht giftigen thermochromischen Polymere. Wie bereits erwähnt, es gibt zwei unterschiedliche Arten. Das gängigste ist das Leukodyne-System. Das ist auch das, was in den Stimmungsringen verwendet wird oder eben auch in diesen Tassen, in diesen meisten kommerziellen Produkten. Die gibt es in unterschiedlichen Formen. Eine der gängigsten sind im Prinzip Pigmente, Pulver, die dann in unterschiedliche Materialien eingemischt werden können. Und die gibt es zu kaufen, relativ günstig auch auf Amazon kann man die zum Beispiel bestellen. Für unterschiedliche Temperaturbereiche, die gängigsten sind eben 16 bis 18, 30 bis 33, dann 43 bis 45 und dann 60 Grad. Man kann die aber auch für ganz bestimmte Temperaturbereiche programmieren und bestellen. Anwendung, das kann, wie gesagt, man kann die in andere Materialien einmixen, also in irgendwelche Harze zum Beispiel. Man kann sie aber auch sprühen, man kann sie bepinseln. Dadurch hat man ein sehr hohes Spektrum an möglichen Anwendungen. Das Problem ist, sie sind nicht UV-resistent. Das heißt, wenn sie direkt im Sonnenlicht ausgesetzt sind und nicht durch irgendeine Schutzschicht davor geschützt sind, degradieren sie relativ schnell. Das heißt, sie verlieren ihre Fähigkeit, die Farbe zu verändern. Und sie können auch keinen Temperaturen über 200 Grad widerstehen. Auch dann werden sie leider zerstört. Liquid Crystal Systeme sind ein bisschen komplexer. Auch hier haben wir im Prinzip, ja, wie bei den Smart Glass, eben eine Matrix an Atomen oder Molekülen, die in unterschiedliche Richtungen orientiert sind. Und je nachdem, wie diese Richtung eben gerade ist, werden verschiedene Lichtwellen reflektiert und dadurch können wir im Prinzip durch das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts durchgehen. Das heißt, bei einer geringeren Temperatur wird eine Farbe sichtbar und bei einer höheren Temperatur dann eben die nächste und so weiter, bis das Ganze eben transparent ist. Auch das haben wir untersucht bei einem Projekt während meiner Forschung an der ETH in Zürich. Resonance, und zwar haben wir hier eine Installation erzeugt aus Polyesterharz-Elementen, die thermochromisch eben angereichert waren und dadurch das Plastik seine Farbe ändern konnte. Diese Container, die wir erzeugt haben, wurden gefüllt mit Wasser. Das Wasser wurde dann eben erwärmt. Durch das Erwärmen des Wassers entstand Dampf, der sich in den Containern ausgebreitet hat und dadurch dann eben die Farbveränderung hervorgerufen hat, bis die Container mehr oder weniger komplett transparent waren. Und als die Container dann, also als die Farbveränderung einmal komplett durchlaufen ist, gingen dann kleine Ventilatoren an, die praktisch diesen Dampf wieder herausgenommen haben, das Ganze heruntergekühlt haben und den Prozess umgekehrt haben. Zusätzlich hatten wir Temperatursensoren integriert, die praktisch immer die Temperatur der Flüssigkeit gemessen haben. Wir hatten Vibrationssensoren, die menschliche Berührung oder physische Berührung darauf reagiert haben und dann eben den Prozess erst gestartet haben. Und wir hatten noch Feedback durch Vibratoren, dass man eben auch wusste, wenn man die Elemente berührt hatte, dass der Prozess jetzt gestartet wurde, da die Farbveränderung relativ langsam und langwierig vor sich geht. Also um einmal den kompletten Zyklus von farbig auf transparent zurück zu farbig durchzulaufen, das ging so zwischen 10 bis 12 Minuten. Diese ganzen Elemente waren angeordnet in einer interaktiven Installation. Die Information der einzelnen Elemente, dass sie eben berührt wurden, wurde weitergegeben an sogenannte Masternodes, die Informationen gesammelt haben und dadurch dann wiederum an andere Elemente weitergegeben haben. Und dadurch konnten wir durch sehr direkte, durch lokale Interaktionen eine
globale Veränderung in der gesamten Installation hervorrufen. Das heißt, wenn ein Element berührt wurde, wurde bei dem Element zum Beispiel die Temperatur um 5 Grad erhöht, bei seinen Nachbarn um 3 Grad und bei den Nachbarn der Nachbarn um 1 Grad. Und dadurch haben wir nicht nur innerhalb der einzelnen Elemente einen Verlauf, einen Farbverlauf erzeugt, sondern in der gesamten Installation. Und hier ist ein Video dazu. Das war noch ein Projekt, das ich am Institute for Advanced Architecture of Catalonia in Barcelona realisiert habe. Und hier haben wir uns mit dem Thema Klimawandel befasst. Wenn in der Zukunft praktisch die Temperatur weiter ansteigt, wie wir darauf architektonisch reagieren können. Die Studierenden haben hier Konzepte entwickelt, um diese Materialien zum Beispiel in der Fassade zu integrieren und dadurch dann Sonnenlicht zum einen zu blockieren und andererseits aber auch unterschiedliche Atmosphären Emotionen in den Nutzern der jeweiligen Gebäude hervorzurufen. Und zusätzlich zu den farbverändernden Pigmenten haben die Studierenden noch fluoreszierende Pigmente integriert, die dann praktisch die Fassade nachts zum Leuchten gebracht. Anwendungen gibt es hier eine riesen Menge an unterschiedlichen Anwendungen, von Löffeln für Kleinkinder, die praktisch anzeigen, dass das Essen die richtige Temperatur hat, über Kleidung, die aufzeigt, wie stark man jetzt gerade einen Workout durchgezogen hat, oder hier ein Konzept für Face Masks, gerade sehr interessant vielleicht, um zu zeigen, ob die Person, die diese Maske trägt, praktisch erhöhte Temperatur hat, krankes Fieber hat, urinale Möbel, die zeigen, wenn das dort jemand vorher war, man praktisch eine Spur hinterlässt, die dann aber auch wieder verschwindet, Getränke, die aufzeigen, dass sie die richtige Temperatur haben, um jetzt konsumiert zu werden, Fieberthermometer, Zahnbürsten, die zeigen, dass man jetzt lange genug Zähne geputzt hat, Hugshirt, um eben sie emotional auszutauschen, bis hin zu diesen Battery Testing Strips, wo eben eine Spannung, je nachdem wie voll die Batterie ist, eine Spannung durch das Material durchläuft und es unterschiedliche Farben aufzeigt, wie voll die Batterie im Prinzip noch ist. Noch viel mehr WC-Sitze, Handyhüllen, Kaffeetassen, Visitenkarten oder eben auch durch die Integration von Drähten in Oberflächen auch sehr lokal eben diese Farbveränderung benutzt werden kann, um Dinge sichtbar zu machen, die ansonsten unsichtbar sind.
Oder eben hier. Time to kick it old school. Auto. So you can feel cool. Give it to me, baby. Smart Materials, das war jetzt natürlich nur ein kleiner Überblick über die Materialien, die es gibt. Aber ich hoffe, ihr habt ein gewisses Verständnis dafür bekommen, was es an Materialien gibt und wie die zum Teil eben auch in der Architektur oder im Design verwendet werden können, was es für Möglichkeiten gibt, was es aber auch für Gründe gibt, dass die Materialien eben so noch nicht wirklich großmaßstäblich zumindest Anwendung finden. Viel davon hängt natürlich mit Beständigkeit, gerade UV-Beständigkeit zusammen, dass die Materialien, wenn sie Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, nicht die Langlebigkeit haben, die man gerne hätte. Anderer Grund ist, dass viel der Materialien, obwohl sie schon relativ früh oder relativ lange entdeckt wurden, einfach noch nicht auf dem Stand sind, dass sie kommerziell hergestellt werden können. Und eventuell natürlich auch ein Interesse daran fehlt, weil es einfach andere Systeme gibt, mechanische Systeme, die das Gleiche leisten, andere Dinge leisten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unglaubliches Potenzial in diesen Materialien liegt, weil sie eben im Gegensatz zu mechanischen Systemen wirklich nur aus einer Einheit bestehen und dadurch man ganz anders entwerfen und bauen auch kann. Und weil sie eben sehr viel direkter, sehr viel schneller reagieren können und auch nicht so anfällig sind für Ausfälle, wie bei einem mechanischen System, das eben aus sehr vielen unterschiedlichen Komponenten besteht. Und wenn dort ein Element ausfällt, das Ganze nicht mehr geht. Und bei einem smarten Material hat man eben diese Einheiten, die dann auch einzeln ersetzt werden könnten. Vielen Dank.